Hallo, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 6. April 2020 um 13:22 hier auf GP Island. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten, deshalb nur etwas zur Jahreszeit. Habt ihr heute Morgen auch Kirschblüten in der Luft gesehen? Einfach zauberhaft. Schade, dass es sie nur so kurz gibt, aber vielleicht ist das Teil des Zaubers. Ach, noch etwas. Ich habe allen Nutzern der App für Bastelanleitungen eine Anleitung für ein Picknick-Set geschickt. Packt euch was zu essen ein und genießt es unter den wunderschönen blühenden Bäumen. Hört sich sweet an, danke Isabel. Aber damit, yo, hey, hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing und willkommen zurück auf der Insel. Ja, diese Episode wollen wir mal mit unserem neuen Bewohner sprechen, mit unserem neuen, Kollegen, Nachbarn, wenn wir so wollen. Außerdem habe ich vor, relativ zeitnah Sachen anzubauen, beziehungsweise unseren gefällten Birnenbaum zu ersetzen. Ich habe nämlich gar nicht darüber nachgedacht, als wir das hier weggehackt haben, dass das ein Birnenbaum war, den wir hier hatten. Und ja, wir müssen auf jeden Fall neue Birnenbäume anpflanzen. Wir haben immer noch Birnen auf Lager, keine Frage. Und dann noch einen anderen Birnenbaum, der am Wachsen ist. Aber, es ist manchmal ein bisschen problematisch, wenn es darum geht, die ganzen Früchte beisammen zu halten. Ich wollte das Ei aufheben und sie nimmt das Vogelhaus mit. Yikes. Yikes, yikes, yikes. Da sollte es nicht hin. Sieht da auch nicht gerade schlecht aus, gebe ich zu, aber das war nicht Plan der Aktion oder Sinn der Sache. Es bleibt schön hier vorstehen. Alles easy peasy, wie es so soll. Gut, okay. Dann gehen wir erstmal hin und quatschen mit denen. Vielleicht haben die heute was Neues zu sagen. Ey, da ist ein Buch in der Hand. Nom nom nom. Hallöchen, ich bin's, Frederik. Ich will plaudern. Ein weiterer klasse Tag auf GP Island. Na klar, immer so. Hallo, wie läuft's bei dir so? Hoppla hopp. Lass uns plaudern. Was gibt Schöneres als Sport? So 100 Kniebeugen, bist du dabei? Nope, sorry. Ich muss ablehnen. Oh, guten Tag, Darling. Seinen Tag durchzuplanen verleiht dem Leben Struktur, aber manchmal darf man auch ruhig spontan sein. Ich stimme zu. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sagt ihr jeden Tag mittlerweile gefühlt das Gleiche. Ein bisschen mehr Abwechslung in euren Dialogen wäre irgendwie ja schon mega dope. Aber naja. Was will man machen? Ein Tausender, der kommt in den Geldbeutel rein und 10k kommen raus und die 10k werden auch dann hier eingepflanzt jetzt. Bam. So, sehr schön. Dann, ich sehe eine Kirschblüte. Und die brauchen wir neuerdings. Zack, gib mir das. Weil wir nämlich eine Wand machen können, eine Kirschblütenwand, so eine Art Tapete. Und dafür brauchen wir Kirschblüten. Das heißt, die nehmen wir natürlich dann auf jeden Fall mit, logischerweise. Sehr schön fossil. Bin immer happy, wenn da kein Ei rauskommt. Gebe ich ehrlich zu. Quack. Ciao, meine Liebe. Ich wollte nur mit dir reden. Ah, ich lasse mich ein wenig... Lasse mir ein wenig die Brise von GP Island um das Näschen wehen. Quack, quack. Gönn dir. Oh, heute sind alle draußen am Chillen. Bei dem schönen Wetter keine Frage. Oder kein Wunder. Die ist sogar am Pennen. Ob ich sie aufwecken sollte? Und 12 Zugaben? Aber Gitarrenblumenkur-Solo, hä? Ich bin wohl weggeschnarcht. Diese ollen Wolken sind aber auch zu einschläfernd, Hühnermist. Wenn du das sagst. Heutiger Top-Ankauf des Tages, nur im Laden, der Holztischspiegel. Holz haben wir jetzt nicht gerade super viel auf Lager, aber vielleicht könnte man das Ding trotzdem verkaufen und ein bisschen Money rausmachen, wenn ich ein bisschen Holz farme. Da, 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 ba, ba. Hallo, hallo, willkommen in Nux Laden. Was wollen wir denn heute mal kaufen? Boah, die Puppe ist ja creepy, ne? Die ist ja übel unheimlich. Das Ding ist immer noch nicht mein Fall. Das hier sieht ganz cool aus. Hat was. Hm.
Ein Futon- und Schlafplatz, ja, was japanisch ist, das wusste ich vorher auch schon. Ich kaufe es mal. Weil es mir optisch gefällt, aber ersetzen wird es unser Bett auf gar keinen Fall. Weil unser Bett ist schon ziemlich sick, wenn ihr mich fragt. Gut, dann schauen wir mal hier rein, was es hier täglich so gibt. Heutiges Sortiment. Oh, der ist hübsch. We take those. Danke für den Einkauf. Immer wieder gerne, meine Freunde. Immer wieder gerne. Hier ist irgendwas Neues bei. Sieht nicht so aus. Nope, nicht wirklich. Was haben wir hier Schönes heute? Muss ehrlich sagen, bin heute nicht so begeistert. Der vielleicht. Vielleicht. Fürs Bad, wenn wir da nicht den anderen blauen Boden nehmen, den wir schon haben. Aber mehr brauchen wir dann auch nicht hier. Dann sind wir mal raus hier. Die ist mega creepy, die Puppe. Ich bin sowieso im Real Life kein Fan von Puppen und sowas. Also, so eine scheiß Barbie oder so interessiert mich nicht. Aber so diese richtigen Püppchen, so wie die da, meistens ja auch aus Porzellan oder aus so Stoff gemacht. So zusammengenäht, sag ich mal. Finde ich mega creepy. Mag ich überhaupt nicht. Kein Plan, wieso. Gut. Was geht am Campingplatz ab? Rein gar nichts. Da ist absolute Totenstille. Wait a second. Ich wollte gerade sagen, hier war gerade eine Blüte, aber ich glaube, ich bin durch die durchgerannt und deswegen ist die weggeflogen. Weil die Blüten können genauso wie auch, Insekten verscheucht werden. Indirekt. Ja, das war der 1K-Dings, den hatten wir angepflanzt, ich erinnere mich. Ein Ei. Okay, okay. Gut. Zu unserem neuen Bewohner wollen wir aber doch erstmal hingehen, als allererstes jetzt, würde ich sagen. Und auf ein paar mehr Fossilien hätte ich auch Bock. Wir müssen nämlich gleich auch mal nach Eugene gehen und wenn wir zu Eugene gehen, können wir dann auch direkt die Fossile mit abgeben. Aber wenn wir jetzt echt nur Eier kriegen, ist das natürlich Abfuck. Ich bin echt kein Fan von dem Event. Das geht zu lange, meiner Meinung nach. 6 Tage davon hätten auch gereicht. Aber jetzt geht's nochmal doppelt so lange. Es geht noch bis zum 12. Heute ist gerade mal der 6. Und es tiltet mich jetzt schon ein bisschen. Okay, das ist echt langsam zu viel. Also, 4 Eier hintereinander, back to back to back to back. Trash. Nicht da, Robert. Ja, und der Frosch, der hier wohnt, der war ja auch schon unterwegs. Robert hat so ziemlich eine der geilsten Buden-Locations gekriegt, ne? Frederik ist auch unterwegs, Mona war auch unterwegs, Hühnermiss Lady war auch unterwegs. Philipp war auch unterwegs. Tanja fehlt noch. Und Tanja wollte ja legit wegziehen, ne? Von daher bin ich mal gespannt, wie heute so die Stimmung ist. Vor allen Dingen, nachdem sie sich auch noch mit unserer Hühnermist Mareile angelegt hat. Wollen wir noch mal gucken. Yeah, ich habe nicht nur Geschmack, sondern auch voll die Skills. Stimmt, Skimp? Skills für was denn? Also, ich stelle gerade einen Holzschemmel her. Die Idee dazu hatte ich gestern beim Einschlafen, weil ich eben nicht einschlafen konnte. Checkst du das? Ah, auch egal, wen interessiert's? Heute ist heute und ich bin sowas von im DIY-Fieber. Hey Gimp, würdest du auch mega gerne so einen Holzschimmel basteln? Oh ja. Ich bin auch beim Basteln ein Star. Meine Anleitung beweist es. Na, die ist genial oder obergenial. Das ist ein kinderleichtes Projekt. Das kriegst du locker flockig hin, Gimp. Ich danke. Die Firma dankt. Okay, dann wollen wir mal sehen. Erstens haben wir den hier. 10 Kirschblüten, um ein Picknickset zu machen. Und natürlich hier den Dings, den Holzhocker, sag ich mal. Schemmel. Das Wort Schemmel habe ich noch nie gehört. Whatever, was läuft hier für eine Musik? Die gleiche wie gestern? Ich liebe dich, ja. Bye! So, wunderschön. Dann hätten wir schon eigentlich mit allen geredet, außer Kangaroo Boy, außer Madman, Edgelord himself. Where you at, boy?
Zeig dich. Lucille. Ei. Get the fuck off my screen. Naja, gut. Dann wollen wir mal da oben schauen, ob es da oben noch irgendwas gibt an Fossilien. Einmal hier ablaufen und alles abchecken. Und wenn wir schon einmal hier oben sind, ich gehe meistens nur einmal pro Tag nach hier oben, nehmen wir direkt hier die Steine mit. Ich weiß, die unteren haben wir nicht mitgenommen, genauso wie die ganzen Früchte und so. Aber ich habe heute in der Episode was anderes vor, als nur den Daily-Kram zu machen. Und der Grund, warum ich überhaupt rumlaufe und mit allen Bewohnern gerade rede, ist, weil ich erwartet habe, dass wir Robert finden. Mit dem würde ich mich gerne ein bisschen mehr plaudern. Ich habe auch das Gefühl, wir sollten unseren ganzen Einwohnern mal ein paar Geschenke machen. Jedes Mal geben sie uns Sachen, aber wir haben noch nicht viel zurückgegeben. Bei Mareile, der Brief am Anfang war natürlich sweet und wir haben dann auch Philipp und Mareile nochmal jeweils was geschenkt. Aber alle anderen bis jetzt sind noch nicht so gut davon gekommen. Wir sind zwar nett zu denen und kümmern uns drum und so, aber wirklich Aufmerksamkeit im Sinne von Geschenk oder Brief haben sie noch nicht gekriegt von uns. Und gerade bei Frederik will ich mich bedanken, denn der Kollege hat schon zweimal an uns gedacht und er hat schon zweimal uns den Brief geschickt mit einem Geschenk drin, ne? Unabhängig davon, ob wir es mögen oder nicht mögen, sei mal dahingestellt. Aber die Geste zählt. Na, ihr wisst, wie es läuft. Bam, badam, bam, badam. So, nochmal da oben schauen und dann haben wir den Part der Insel für heute schon hinter uns gebracht. Äste, die rumliegen, nehme ich mit. Ich farm die jetzt nicht extra von den Dingern runter, aber wenn die rumliegen, nehme ich sie mit, weil unser Ästevorrat zurzeit echt ein bisschen abnimmt. Echt ein bisschen schwach ist, aber Brust. Wir haben nämlich ordentlich viele neue Werkzeuge hergestellt und keine neuen Äste gefarmt. Unkraut, 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 Vernichter. Und den Strand da unten muss ich auch nochmal ablaufen. Einfach nur, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht was Neues ist oder Gulliver wieder da ist oder so. Auch wenn wir noch nicht alle Muscheln sammeln oder sowas. Einfach nur mal gucken, was hier überhaupt abgeht am Strand. Das ist sozusagen die tägliche Patrouillerunde über die Insel, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. War da gerade eine Flaschenpost? Ich glaube, das ist eine Muschel. Okay. Okay, okay. Da ist eine Flaschenpost. Die nehmen wir aber schon mal mit. Die gibt Content. Und wer hätte es gedacht? Du schon wieder. Keller im Wasser, fehlt noch Salz. Die Wellen sind... Ah, wo ist die Tüte? Ankerfeld ist wohl noch müde. Soll er doch schlafen? Wer hat das Steuer? Ich brauche noch 5 Minütchen. Beim Klabautermann. Hoch mit dir. Antreten, Matrose. Das ist nicht unser erster geheimnisvoller Strand. Und sicher nicht der letzte. Ah, viel zu viel Salzwasser geschluckt. Reiß dich zusammen. Erstmal mit den Eingeborenen Kontakt aufnehmen. Also los. Hallo, Fremde. Ist dies dein Strand? Ich frage aufgrund deiner hartnäckigen Versuche, mich zu wecken. Warte, ich kenne dich. Oh, Schwesterchen? Nein, du bist Gimp. Hey, wie geht's? Ich jedenfalls stecke immer noch in dieser, naja... Ja, nein, vielleicht Romanze mit der launischen, lockenden See. Und wegen eines kleinen Unfalls, an dem ich bestimmt fast keine Schuld habe, bin ich schiffbrüchig wieder. Das ist der gleiche Dialog. Immer noch der gleiche Dialog. Auch der gleiche Dialog. Und das Ding ist wieder kaputt und wir müssen wieder die Teilchen suchen. Okay. Also, manchmal hat der anderen Dialog, aber nur ein bisschen. Von daher ist nicht alles gleich oder so. Und wir helfen ihm natürlich wieder. Ihr wisst, wie es läuft, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall ganz kurz die 5 Teilchen sammeln. Aber ich glaube, das Sammeln der 5 Teilchen cutte ich ganz schnell zusammen, damit wir ein bisschen mehr Zeit in der EP haben. Bis gleich. So.
Und damit sind wir wieder am Start. Hey, hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Kapitän, habe ich. Take those. Da sind sie. Wunderbar. Perfekt. Ich frage mich, wie er immer wieder an unsere Insel angespielt wird. Wahrscheinlich ist er einfach nur auf dem Boot und die fahren immer die ganze Zeit um unsere und die Nachbarinseln im Kreis herum und er wird immer wieder hier angespielt. Würde mich gar nicht wundern. Aber wir holen uns den Reward von dem natürlich wieder ab und gerade beim über den Strand laufen habe ich noch eine Eiflaschenpost gefunden. Machen wir die direkt mal auf. Hier haben wir wieder was von unserem Oos, der Hase. Und zwar eine Häschentaglampe. Die kenne ich aber bereits. Trash. Trash. An den Finder. Beim Aufräumen fand ich diese Bastelanleitung auf einem Stück Papier, das als Lesezeichen diente. Okay. Bambuskugel. Das hört sich cool an. Eine Bambuskugel, ha? Huh? Bin ich aber mal neugierig, wie das aussieht. Mal hoch hier. Das ist einfach nur Deko. Okay, okay. Macht Sinn, verstehe ich. Hat was. Gut. Dann einmal wieder hier rüber. Hier kommen wir gar nicht rüber, ne? Wir müssen hier lang gehen. Das war klar. Kurz hier rein, paar neue Sachen, die wir gekauft haben, ablagern und dann nehmen wir direkt mal was mit, was wir angehen wollen. Was auf jeden Fall erledigt werden muss. Und zwar lagern wir den hier. Wir lagern das hier. Das hier. Die kommen auch ins Lager. Das kann man mitverkaufen. Das hier kann ins Lager, genauso wie das. Okay. Gut. Ach fuck, jetzt habe ich fast vergessen rauszunehmen aus dem Lager. Nein! Und nochmal rein. Bam, badam. So, jetzt nehmen wir nämlich die Birnen mit. Weil die Birnen, generell, wenn wir die ganzen anderen Früchte endlich mal anpflanzen würden, könnten wir die regelmäßiger abarbeiten und die würden uns eine Menge Kohle geben. Das ist eine Menge passive Kohle, die wir dadurch nicht bekommen. Was natürlich ärgerlich ist. 10 Stück reichen, glaube ich, erstmal. Und das hätte ich schon viel früher machen sollen, aber da habe ich doch kein Layout gehabt für meine Insel. Oder generell noch kein Insel-Layout. Keine Insel-Layout-Idee gehabt, sage ich mal. Von daher habe ich damit ein bisschen gezögert. Oh, hey, was geht bei dir? Hallihallo, Gimp. Ich habe ein ganz tolles Gerücht über dich gehört. Hümpf. Du willst GP Island richtig berühmt machen, damit KK ein Konzert gibt, ja? Als ich kleiner war, dachte ich immer, KK würde nur für mich singen. Aber er singt ja auch für alle. Es wäre so fein, wenn ich ihn einmal treffen könnte. Ich werde dir ganz arg doll die Daumen drücken. Oh, ich habe eine ganz feine Idee. Wenn KK Nom Nom hier auf der Insel auftritt, wäre es toll, wenn er eine Kuschelecke hätte. Stell dir nur vor, ein Konzert ist doch anstrengend. Da bräuchten wir ein Plätzchen, an dem wir die Füße hochlegen können. Dort kann man ein Nickerchen halten oder etwas Tiramisu essen, während man KK lauscht. Ich habe sogar schon etwas, das ich für unsere Kuschelecke beisteuern könnte. Hier, nimm. Oh, wie cool. Der Luftzirkulator ist doch total fein, oder? Macht sich bestimmt überall auf der Insel gut. Krampf. Wollen wir nochmal sehen, was ist das denn für ein Ding? Zeig an. Oh, es ist einfach ein Ventilator. Das ist cool. Können wir bestimmt irgendwo bei Insel benutzen, keine Frage. Wir wollen was verkaufen. Was haben wir anzubieten? Wir haben anzubieten eine Menge kleinen Bullshit. Das hier, das und das und das. Alles überflüssig. Mann, ey, die Eier sind auch so nervig. Was ist das eigentlich für ein Ei? Holzei. Okay, okay, okay.
Ja gut, dann weg damit. Echt nicht viel wert, was wir jetzt hier hatten. Aber naja, besser als nichts. Und was ich heute fragen wollte noch, bevor ich es vergesse, Leute, ist Rübenpreise. 41 Sternis pro Rübe, ja. Ah, das ist ja richtig low, richtig kacke. Das gehen wir so nicht an. Kannst du voll knicken. Nepp und Schlepp. Könnt ihr knicken. So, was wir allerdings noch angehen, und dafür habe ich die Birnen gerade mitgenommen, ist, ich möchte Birnen pflanzen. Und die Birnen kommen auf die andere Insel rüber, auf die rechte Seite, würde ich sagen. Ich bin mir überhaupt noch nicht sicher, wie ich überhaupt alles gestalten möchte. Aber wenn wir hier eine Brücke rüberbauen, was ja der Plan ist, da muss man hier schön durch den Bambusgarten durchgehen. Lalalala. Kommt dann hier aus und dann geht's hier über die Brücke. Dann hätte ich, glaube ich, hier ganz gerne, obwohl hier super cool ein Haus stehen könnte, wo ich gerade stehe praktisch. Also hier am Fluss könnte super cool ein Haus stehen, keine Frage. Aber ich glaube, ich möchte hier Birnen hinmachen. Wäre eigentlich ganz dope, wenn wir hier ein paar Birnen hinmachen. Weil die Seite der Insel, die benutze ich jetzt sowieso nicht so großartig viel. Hier laufe ich meistens nur Patrouille. Und sind wir mal ganz ehrlich, hier überall können wir nicht viel hinmachen. Später, wenn wir Terraforming haben, vielleicht den ganzen Fluss wegmachen sollten, dann ja. Aber momentan, in der momentanen Verfassung der Insel, kann man hier nicht viel draus machen. Außer eine Brücke rübersetzen und ein Haus hinmachen. Deswegen bin ich die einzige Person, die hier effektiv rüberkommt. Und eine Brücke ist teuer, weshalb wir die erstmal noch nicht bauen werden. Und deswegen gehen wir das jetzt hier an und setzen hier definitiv ein paar Felder an, ein paar Birnen an. Selbst wenn wir die ganzen Birnen wieder abreißen sollten in der Zukunft dann, wenn wir Terraforming und so haben. Also wenn wir sagen, okay, ich will die nicht mehr da stehen haben, ich habe da keinen Bock mehr drauf, fuckt mich ab, ist im Weg. Wir können es wieder alles abreißen ohne Probleme, ohne uns Gedanken darüber machen zu müssen. Und stellen die halt woanders auf. So ist es ja nicht. Aber ich möchte erstmal überhaupt die Birnen gepflanzt haben, damit wir aus denen Profit gewinnen können. Weil eine andere Frucht zu verkaufen, wie gesagt, bringt ordentlich Cash. Und wenn wir einige Bäume haben, oder besser gesagt, umso mehr Bäume wir haben, umso mehr Früchte bekommen wir. Umso mehr Früchte wir bekommen, ja, umso mehr Geld machen wir auch. Von daher möchte ich halt definitiv gerade Money machen. Ich habe aber nicht vor, jeden einzelnen Baum hier zu fällen. Gerade die Cherry Blossom Bäume nicht. Für die habe ich theoretisch noch andere Verwendung, kann die woanders noch hinstellen, damit die Insel dekorieren. Deswegen esse ich jetzt hier mal ganz kurz ein paar Orangen und kann die dann ausgraben und ins Inventar so lange auch mit einlagern, ist ja kein Thema. Sehr schön. Dann schnappen wir uns die Schaufel und fangen mal an. Die Frage ist, wo genau, wie genau? Bin mir noch nicht ganz sicher. Wie wäre es, wenn wir wirklich hier oben hingehen und hier Burn machen? Hier an diesen, praktisch hier, wo der Cherry Blossom Baum auch wächst. Hier so anfangen damit. Wenn die Brücke nämlich hier rüber geht, entweder die Brücke geht hier rüber oder hier rüber. Will ich halt, dass man da drin auskommt. Oder daran vorbeigeht. Wenn ich jetzt hier eine gerade Linie ziehen würde und da oben erstmal die Birnen hinmache, sprich, es müssten die vier Bäume hier weg. Der Baum. Der Baum. Der Baum. Und der Baum. Okay. Guter Anfang. Die Frage ist, wie viele Felder sind wir vom Fluss weg? 1, 2, 3 ungefähr. Und hier 2 und auf dem dritten sind wir hier gerade. Ich will die nicht alle 2, oder? Wachsen die, wenn ich die so nah aneinander stelle hier? Wenn ich so machen würde, würden die dann wachsen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich kann das ja mal kontrollieren. Und zwar gehe ich hin und Sprungstab. Die Dings hier sind auf jeden Fall gewachsen, die Bambus. Das ist ein Fakt, aber gilt das auch für Bäume? Das werden wir feststellen, wir rennen jetzt mal hier rüber. Ist der gewachsen seit dem letzten Mal, der Baum hier? I don't remember.
Ich weiß nur, dass der Baum schon super lange da steht und irgendwie nicht wächst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange, aber die hier sind ja auch beide hier so. Ich bin mir nicht sicher, ob Bäume, die so eng aneinander stehen, wachsen. Weil der ist die ganze Zeit schon so klein. Ich weiß nicht, wie lange der schon so klein ist. Aber anscheinend schon einige Zeit länger, wenn ich mich nicht vertue. Von daher werden wir wahrscheinlich jedes dritte Loch pflanzen müssen. Sprich, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und mal die Schaufel in die Hand nehme und wir hier hingraben, dann sollte das ohne Probleme wachsen, das Ding. Und wir können das ja immer noch umsetzen, umsortieren, umändern alles. So, das wären schon 4 Löcher, die wir hier haben. Wenn wir das gleiche jetzt theoretisch auch hier rüber machen, könnten wir hier 8 Bäume schon hinstellen. Die Frage ist nur, wollen wir das? Wollen wir die einfach hier so gerade hinstellen? Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, ich arbeite zu strukturiert. Ich arbeite zu auf den Punkt präzise. Ich möchte irgendwie dieses wilde Gefühl behalten. Wisst ihr, was ich meine? Hupsala, falsche Taste. Hier die Bäume so ein bisschen wilder durcheinander anpflanzen. Klar, dadurch geht diese Baumschulen, ich sag mal wie eine Baumschule, Baumschulenstruktur geht dann verloren. Aber dieses Wildere lässt auch dieses Inselfeeling besser ausleben sozusagen. Aufstreben, aufleben, was auch immer. Ich weiß gerade nicht, was das Wort ist, was ich suche. Aber ich glaube, wenn alles sortierter ist, kriegt unsere Insel auch mehr Sterne. Deswegen weiß ich nicht, ob es so gut ist, hinzugehen und das hier durcheinander zu machen. Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum wir weniger Sterne bekommen. Bei der Bewertung. Aber ich kann dann hier keinen Zaun mehr hinsetzen, oder? Will ich das umzäunen? Habe ich das vor zu umzäunen? Das ist gerade die Frage. Ich habe auch keinen Zaun gerade dabei, leider. Um auszuprobieren, wie ich das hier einzäunen könnte. Ich glaube, das lässt sich dann hier auf der Seite auf jeden Fall noch einzäunen, ja. Aber wie es hier an der Flussseite aussieht, weiß ich nicht. Es kann also sein, dass ich die letzten Löcher hier wegmachen muss später und dann hier rübersetzen kann oder sollte. Aber wenn das der Fall ist, wäre das ja wirklich nicht schlimm. Sind wir mal ganz ehrlich. Scheiß drauf. So, weg mit euch. Wie wäre es, wenn ich das hier hinsetze? Dass wir hier so eine Art Dreieck haben. Und die hier zumache. Auch wenn es cool ist, dass es bis hier hinten geht. Aber die dann erstmal hier mit hinsetze. Ich finde es zwar besser, wenn die Linie länger gezogen ist. Anstatt so ein großes Feld zu machen, was so viereckig ist. Aber bin mir gerade unschlüssig. Was wir machen können ist, wir können das hier zumachen. Und das hier auf der Seite genauso designen. Ah, maybe. Da sage ich nicht nein, wir sind auf der Jagd nach der goldenen Steinschleuder. 300 Geschenke muss man abschießen. We take those. Dafür ist das Event wirklich gut zurzeit. Ich höre schon wieder eins. Da oben kommt es. Oh, es ist ein oranges. Es ist kein Eventgeschenk. Perfekt. Das schicken wir auf jeden Fall runter. Das holen wir uns auf jeden Fall. Ich habe vergessen, was in orangen Ballons drin ist. Gelb waren, glaube ich, Sternis. Und was habe ich noch gestern herausgefunden? Blau war Material, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe vergessen, wie die Farben genau sind. Ah, das ist ein rotes Geschenk. Das sah so orange aus. Aber die Farben der Geschenke sind echt ausschlaggebend dafür, was drin ist halt. La 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 la. Gimme, gimme.
Rot sind Klamotten. Ah, das ist ja ugliest shit. Holy fucking hell. What the fuck? Get off my screen. Dudu. Wortwörtlich. Okay, da machen wir jetzt aber hier erstmal die Birnen rein. Pflanzen. Und Pflanzen. So. Gucken, ob mir das nachher so gefällt oder nicht. Werden wir noch sehen. Vielleicht lasse ich die Dinger auch offen und umzäune die nicht. Das Coole daran ist, wenn wir die Mitte freilassen, können wir in die Mitte Deko stellen. Genauso wie wir es beim Bambusgarten auch noch vorhaben. Noch leider ist es noch nicht umgesetzt. Aber glaubt mir, Freunde, das wird noch umgesetzt. Keine Panik. Alles ist Work in Progress und alles ist auch nur Prototyp. Das heißt, nichts ist fertig, wenn wir ehrlich sind. Wunderschön. Für den Anfang gefällt es mir gut. Okay. Damit bin ich super zufrieden. Das heißt, wir haben jetzt auch Birnen angepflanzt, um mehr Cash zu machen. We take it. Kann ich eigentlich hier zwischen rüber springen? Das wäre was. Habe ich eben schon mal ausprobiert. Hier muss es doch irgendwo eine Stelle geben, wo ich genau hier zwischenspringen kann. Hier so. Das scheint ziemlich eng zu sein, nicht so gut zu gehen. Hier komme ich auch rüber. Whatever. Ist okay, kann ich mit leben. Aber Leute, ich würde sagen, hier ist ein cooler Spot, um die heutige Episode zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben und abonniert zum Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Lasst mir auch einen Kommentar da und erzählt mir, was ihr über unsere Birnenanbausache da denkt. Findet ihr das so in Ordnung? Sollen wir das umzäunen? Sollen wir das nicht umzäunen? Der Kommentar hilft mir natürlich auch mega gegen den Algorithmus an. Und in letzter Zeit ist der Support auf meinen Videos echt besser geworden. Behaltet das bei. Ihr helft mir mega krass aus. Auf jeden Fall, lasst mich wissen, was wir mit den Birnen noch machen sollen. Das Grunddesign dafür steht ja jetzt gerade. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Bonusideen. Und ich bin raus. Ich wünsche euch wie immer noch einen super tollen Tag, meine Freunde. Und gönnt euch einen super chilligen auf der Insel. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.